Da ruft mich der Xavier wieder an. Und damit herzlich willkommen zurück zu YouTubers Live 2. Ich habe heute mal ein bisschen auf Lust gehabt auf Halbtransparenz. Deswegen könnt ihr jetzt durch mein T-Shirt durchgucken. Ist geil, wa? Ja, wir hören mal zu, was Xavier uns zu sagen hat. Hey Toffi, es geht ein großes Gerücht um. Alle reden darüber. Hashtag Mantendo-Sie-Gerücht. Angeblich werden sie in der Mantendo-Konferenz am 25. während des Playcon-Festivals eine neue Konsole vorstellen, die den Videospielsektor revolutionieren wird. Es wird auch gemunkelt, dass ein paar ausgewählte Personen die Konsole während der Konferenz bekommen können. Genau, Reveal und gleich verschenken sie ein paar, ist ganz klar. Und auch nur an die Influencer, weißt? Kannst du dir vorstellen, einer der Ersten zu sein, der Videos auf der neuen Konsole hochladen kann? Du musst auf jeden Fall zu dieser Konferenz gehen. Ich hab da kein Geld! Sugar Daddy, gib mir was. Wie kann ich teilnehmen? Es wird nicht einfach sein. Nur YouTuber der Stufe Bronze-Liga können teilnehmen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt irgendwie innerhalb von ein paar Stunden oder sowas, muss ich wahrscheinlich irgendwie epische 100.000 Abonnenten zusammenbekommen oder so. Das kriegen wir doch locker hin, oder? Du kannst im YouTuber-Ranking aufsteigen, indem du Abonnenten bekommst. So, jetzt weißt du Bescheid. Du musst diese Abonnenten vor dem 25. Tag erreichen. Hol sie dir. Achso, stimmt. Beim 25. Tag ist noch ein bisschen Zeit, ne? Übrigens, halte in der Stadt nach Plakaten für die Nintendo-Konferenz Ausschau und lade ein Insta-Live-Foto oder Video hoch, das dich neben dem Plakat zeigt. Auf diese Weise kannst du die Popularität des aktuellen Gerüchts ausnutzen. Hashtag Nintendo-Sie-Gerücht. Alter. Hashtag viel zu viel zu tun. 621 Abonnenten habe ich aktuell. Ich muss echt bald mal ein Abo-Special machen. Darf ich wahrscheinlich nicht, ne? Guck mal, wie toll das jetzt aussieht hinter mir. Ich war zu faul, um ein anderes T-Shirt anzuziehen. Ich sag's, wie es ist. Okay, ja, wir erreichen jetzt die Bronze-Liga-Status. Wir haben jetzt endlich mal ein längeres Ziel. Ich mach trotzdem mal meine Facecam weg. Ihr seht's jetzt. Erreiche das Bronze-Liga, den Bronze-Liga-Status. Ist auf jeden Fall etwas ein längeres Ziel, bei dem wir wirklich auch mal darauf hinarbeiten können. Also jetzt nichts Temporäres. Aber stimmt, mir fällt gerade ein, wir müssen ja noch Geld verdienen, um überhaupt auf die Konferenz zu kommen. Und das heißt, wir müssen irgendwo wieder ein Paket hinliefern wahrscheinlich, oder? Könnte ich irgendwie mit Hunden spazieren gehen oder sowas? Hier mit dem? Komm, du gibst mir Geld, ich gehe mit deinem Hund spazieren, okay? Ich höre auch erst auf, deinen Hund zu streicheln, wenn du mir Geld gibst. genau, wir gucken uns jetzt mal hier die heutige Aufgabe an. Wie heißt sie denn? Blair bittet um ein Foto für Insta. Habe ich doch schon gestern gemacht. Ja, schön. Die will groß rauskommen, habe ich das Gefühl. In YouTube City gibt es viel Content-Ersteller mit einem guten Auge. Bist du der richtige YouTuber für diesen Job? Lade ein Foto zum Trend, Hashtag Armored Nucleus auf Insta-Live hoch und zeige allen dein fotografisches Talent. Belohnung 40 Münzen. 40? 40? Wie viel habe ich denn aktuell? Okay, es reicht gerade so. So, aber was waren die... genau, auf Insta-Live müssen wir auch noch vorher vorbeischauen, ne? Ups, warte, Entschuldigung. Um die aktuellsten Trends anzugucken. Beziehungsweise, die standen da jetzt auch gerade, aber ich gucke natürlich auch die Posts an hier, ne? So, was hat der Jacqueline? Ab heute kannst du die Playcon-Halle betreten, um dein Ticket zu kaufen. Hast du die Münzen schon? Ach, dieses Event war noch gar nicht? Ich dachte, es findet die ganze Zeit schon statt. Ja gut, dann ist es ehrlich gesagt noch gar nicht so abwegig, dass ich jetzt erstmal hier Geld sammeln muss, ne? Was sind die anderen AFK-Turniere? Gratis-Ticket-Playcon-Challenge. Was? Ich will ein Gratis-Ticket. Wo ist die Challenge? Gib sie mir her. Was? Ich habe die Freikarte für die Playcon bekommen. Jack Squash! Gib's mir her. Ich werde nicht sagen, wie... Nur, dass es drei Leute in verschiedenen Bereichen der Stadt mit dem Playcon-T-Shirt gibt, die etwas wissen könnten. Oh, ein Secret! Wie jeden Sonntag veranstalten wir das Speedrun-Turnier in der AFK, verpasst es nicht. Äh.
Konsole vorstellen, genau. Das war ich. Okay, also, wir müssen durch die ganze Stadt durchlaufen und gucken, wo wir Playcon-Leute finden. Mit dem T-Shirt, die was wissen könnten. Boah, ein Secret. Aber das ist, ich habe nicht so viel Zeit. Ach Mist. Kriege ich das jetzt hin? Ich sehe die teilweise. Die stehen mit dem Rücken zu mir. Oma, weißt du was? Da oben? Die Oma? Ich will ein Gratis-Ticket. Okay, wir brauchen ja auch ein Poster. Also wir müssen einerseits ein Gratis-Ticket finden. Also hier die Leute. Und wir müssen ein Poster finden. Ah, hier, die von der Play... Nee, von dem Event, von dem Mantendo-Event, von dem Nintendo-Mantendo-Event. Das ist aber ganz schön altes Event, ne? Generell die ganze Zeit hier in diesem Spiel, spielt sehr, sehr alt. Also, spielt sehr alt, spielt sehr weit hinten, weil die Nintendo Wii, die war, ja, die war revolutionär, aber die ist schon ein bisschen länger her. Übrigens, was ich noch sagen wollte, es gibt keinen neuen... Du hast es. Es gibt keine neuen Informationen über die Nintendo Switch-Version von YouTubers Live 2. Ich habe heute noch, morgen nochmal nachgeguckt, jetzt hier vor der Aufnahme, ob mittlerweile das Spiel wieder verfügbar ist im eShop. Es ist leider immer noch nicht verfügbar und es gibt auch keine Google-Informationen über die fehlende eShop-Version. Ich werde weiter gucken, aber aktueller Stand immer noch nicht da. Hey, willst du eine Freikarte für die Playcon gewinnen? Ja, mach ein Foto mit uns. In jedem der Viertel und sie gehört dir. In jedem der Viertel. Okay, das heißt, ich kann jedem... Denk daran, alle drei Fotos am gleichen Tag zu machen. Alles klar. Okay, das heißt, wir haben aber noch mehr Zeitdruck. Weil... Alter, wie sie mich anschmachtet, ne? Oh, er ist so hübsch. Oh, Hashtag geiler Typ. Hashtag, ich bin geil. Guck mal hier. Oh Gott, ist das schrecklich. Entschuldigung. Oh Gott, ist das schrecklich. Hashtag gruselig. Kriege ich denn Ärger, wenn ich das so poste? Schreckleuch. Hier, Hashtag schrecklich. Ich darf nicht zu viel Zeit damit verbringen, oder? Wobei. Na komm, Hashtag schrecklich reicht. Aufgenommene Trends, Hashtag Hafen. Ups, nein, ups. Oh, ah, nein. So, genau. Posten, so. Hashtag schrecklich scheint offensichtlich ein guter Trend zu werden. 613 Leuten gefällt das. So, ab in den nächsten Bereich. Wir haben nicht viel Zeit. Wenn die Sonne untergeht, ist halt wirklich so. Wenn die Sonne untergeht, kann ich keine Fotos mehr machen. Ich muss alles heute an dem einen Tag erledigen. Aber ich finde sowas cool. Das gefällt mir jetzt tatsächlich wieder richtig geil, dass man hier halt einfach so ein kleines Gimmick bekommt. Durch Insta-Live habe ich jetzt einfach einen kleinen Hint bekommen von einer Zusatzaufgabe, die einem aber nicht geschenkt wird. Du musst einfach aktiv das Spiel richtig spielen, im Sinne von nutze die Sachen, die halt eben im Spiel zur Verfügung stehen. Und finde selbst raus, was deine Quests sein könnten in diesem Spiel. Finde ich ganz geil. Auf zu telefonieren. Das macht man heutzutage mit dem Handy sowieso nicht mehr. Ist halt echt so. Ich glaube, der... Entschuldigung, immer noch erkältet. Der nächste Typ oder die nächste Typin, die steht bei dem Laden wahrscheinlich, ne? Bei dem Gaming-Laden, würde ich mal sagen. Alter, 14:30. Warte mal, wo sind die denn? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Oh, hier ist kein... Sag mal, das gibt's doch nicht. Wo sind die denn? Ich war auch gar nicht bei dem Laden, ne? Ja, hier wahrscheinlich irgendwo, oder? Ja, da ist er. So, was sagt er zu mir? Es tut mir leid, aber du hast immer noch nicht die drei Fotos. Ja, eben! Es tut mir leid, aber ich muss jetzt ein Foto machen und will es nicht. Oh, Alter, ja. Bitte, bitte, ja. Oh Gott, Hilfe.
Gott, sieht der schrecklich aus. Pose ändern. Hashtag Segnung. Nee, warte mal. Entschuldigung, es tut mir leid. Das ist einfach zu gut. Fass mich nicht an. Nein, geh weg. Oh Gott. Warte mal. Hashtag. Ups. Nee. Hashtag Segnung. Hashtag. Ups. Aufdringlich. Ups. Na, ist aber. Hashtag aufdringlich und Hashtag. Da müssen wir drei machen. Also das Bild ist zu gut, dass man nur zwei Hashtags reinbringt. Und Hashtag, dauert ein bisschen, Entschuldigung. Aber dafür ist es gut. Hashtag, was man alles für Tickets tut. Ja, das könnte jetzt auch ein bisschen verfänglich aussehen. Aber auch wieder 641 Leuten gefällt das. Ich habe mich schon immer gefragt, wie ist das eigentlich? Wenn jemand Dinge schreibt, wie beispielsweise... heute ist der und der oder die und die gestorben. Beispielsweise auf Facebook oder was weiß ich. Und dann drückt man gefällt mir. Ist das nicht ein bisschen fies? Weil ich meine, die Anteilnahme ist ja da. Man möchte ja einfach sagen, man nimmt offensichtlich diese Person ernst und beziehungsweise möchte halt sein Beileid bekunden und so. Und von dem her... Ah, da ist sie ja schon. Ja, geil. Es tut mir leid, aber du hast immer noch nicht die drei Fotos und du redest über Tod. Deswegen kann ich mit dir kein Foto machen. Ja, das ist Heidis neuer Schützling. Tut mir leid, ich habe heute leider kein Foto für dich. Hashtag. Hashtag raus. Hashtag, ich hab jetzt alle. Oder? Nee, mach mal Hashtag fertig. Und. Hashtag. Hashtag Friseur. Die geht nämlich nicht zum Friseur. Oder doch, wobei, teilweise. Ich wollte damit halt einfach auch Leute abgreifen, die dieses Foto vielleicht nicht angucken. So. So, habe ich jetzt gewonnen. Und jetzt? Und jetzt? Hallo, ich will mein Ticket. Wie kriege ich denn das jetzt? Achso, warte, nee, das ist nicht die richtige. Das hier ist ne, mein Tagebuch. Müsste das jetzt nicht erreicht die Bronzenlinie? Nebenquests? Wer bittet um Fotos für Insta-Live? Das kann ich auch noch gleich machen, aber ganz ehrlich. Wo ist jetzt die Nebenquest? Ich kann nicht mehr mit ihr reden. Doch, jetzt. Hab ich gemacht! Habe ich falsche Hashtags benutzt? Was ist los mit euch?
Was seid ihr für unverschämte Leute? Mich lockt. Ihr wollt euch an meinem Ruhm, wollt ihr euch hochziehen? Die arbeiten gar nicht für die Playcon. Die haben sich nur ein T-Shirt geklaut. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, um mich mit Blair zu beschäftigen. Der Laden macht gleich zu. Die haben mich verarscht. Okay, also es gibt in diesem Spiel nicht nur Quests, die du selber rausfinden musst, was ich ja ganz gut finde. Es gibt auch Leute, die Verarschungsquests für dich haben. Du musst rausfinden, welche von den Leuten es ehrlich meinen und welche sich nur an dir hochziehen wollen. Ich werde nicht mehr genug Zeit haben. Ich glaube, der Laden macht jetzt gleich dicht. Toll. Schön. Freut mich. Jetzt muss ich mich bei Blair auskotzen. Ich finde das gerade echt bodenlose Frechheit, ne? Ja, 18 Uhr ist zu. Und jetzt ist es dunkel, das heißt, ich kann auch noch nicht mal das Foto machen. Neben dem Poster wegen dieser Konferenz. Die haben mich die haben mir den ganzen Tag geklaut. Dafür, dass die mich angelogen haben. Hashtag, ich bin empört. Was ist los mit denen? Was ist los mit denen, Clara? Hey, ich glaube nicht, dass ich dich kenne. Du trainierst nicht, oder? Alter, was hast du denn für ein Kreuz auf der linken Brust? Was für ein Aufwand. Schön, dich kennenzulernen, Taufe. Ich bin Clara, eine Trainerin im Boxstudio. Alter, Clara hat aber zwei ganz schön große Sandsäcke im Studio, oder? War nur eine Vermutung. So, ich muss Gaming-Video machen. Geht ja nicht anders. Ich wurde ja verarscht. Es sei denn... Wobei, nee, sie hat ja... Also, ich wollte gerade sagen, vielleicht kriege ich am nächsten Tag ja den Gewinn oder so. Aber sie hat ja gerade eben zu mir gesagt, du hast noch nicht die 3 Fotos gepostet. Hier ist der Beweis. Ich zeige es euch nochmal. Mein Beweis... 1, 2, 3. Alle Playcon-Shirts. Und die haben auch alles gleiche gesagt und sie haben auch alle hier von wegen Hashtag gratis Ticket Playcon Challenge draufstehen gehabt. Oder hätte ich das schreiben müssen? Das selber schreiben? Oh, das wäre ein bisschen arg. Ich habe auf jeden Fall überall Fotos gepostet. Und alle standen auf mich. Hast ja gesehen, wie die mich anschmachten. Ja. Ich lasse meine Wut in einem Videospiel raus. Boah. Du sagst schüchtern, nein, Energie. Oder, ja komm, wir sind jetzt mal schüchtern, das gibt mehr Punkte. Scheint ja wirklich mehr Punkte zu geben. Ein Poltergeist. Na, du spielst zum Spaß. Komm, genau, wir spielen heute mal. Wir sind aber lustig. Immer mal eine technische Bemerkung, mache ich irgendwie auch nie. Es ist vorbei. Bye bye, Unimond. Ja, ich verabschiede mich. So. Gibt leider wieder nur 4. Irgendwie kriege ich die 5 nicht hin. Mit dem aktuellen Stand kriege ich das nicht hin. Boah, ich habe noch nicht mal die 40. Guck mal, jetzt kann ich mir noch nicht mal das Ticket so kaufen, wenn ich es nicht geschenkt gekriegt habe, weil ich noch nicht mal mein Geld verdienen durfte. Ah. Okay, der nächste Tag wird so heftig. Ich werde so alle fertig machen. Ich gehe auf die Straße und mache alle platt. Was? Ach, nee. Ach, Entschuldigung. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. So. Ja, bringt mir halt leider wieder alles nichts, ne? Da ist ein bisschen was. Da und da. Ja, 2,5. Immerhin. Genau, heute war ich am Überlegen. Wie sage ich euch am besten, dass ich verarscht wurde? Ich muss meine Wut im Internet rauslassen, so wie alle anderen auch. Ups. Hashtag Verarschung.
Ups. Hashtag Ups. Video veröffentlichen. So. Ich bin wütend. Ich ohne 3 Daumen runter. Ja, das sind die 3 Leute, die ich jetzt gerade entlarvt habe. Die 3 Vollidioten, wessen Fotos ich machen musste und die jetzt auf meinem scheiß Instagram-Live-Account sind. Ey, ohne Witz jetzt. Ich könnte eigentlich auch mal was essen, damit der Tag ein bisschen länger wird. Aber bringt mir ja nichts. Ich meine, es ist nachts. Die ganzen Sachen, die ich ja eigentlich machen wollte, kann ich halt nachts nicht machen. Ohne 4. Person. Oh, haben wir Mama noch gefragt, ne? Mama, der ist ein Internetidiot. Mach mal einen Daumen runter. Unverschämt. Auch an normalen Tagen können interessante Dinge. Auch an normalen Tagen kann ich mich verarschen lassen. Das regt mich jetzt echt auf. Ich hab Stan Lee verpasst und die Vollidioten nerven mich. Ah, Paluten, hallo. Der berühmte Diamantjäger. Was ist das? Was bringt dich hierher? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich brauche sofort Hilfe. Ich habe meinen Freund German Let's Play verloren. Es ist schwierig, den zu finden, wenn man sein Gesicht nicht kennt. Wir waren auf der Suche nach einer magischen Goldmünze, die für die Rettung von YouTube City entscheidend ist. Und auf einmal, bang, er war plötzlich verschwunden. Bin ich jetzt gerade mitten in einem Videospiel oder was ist hier los? Wurde er entführt? Er hat auch einfach nur keinen Bock. Vielleicht macht er gerade die Challenge, wo er 3 Leute suchen muss und ein Foto machen muss. Und hat sich so dermaßen drüber aufgeregt, dass er geplatzt ist. In YouTube City geschehen seltsame Dinge. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Mein Instinkt als Diamantjäger sagt mir, dass er die Münze vielleicht auf einem Markt für Antiquitäten und seltene Gegenstände sucht. Erste Frage, wieso kommst du einfach in mein Haus rein? Was für eine Herausforderung. Wie wäre es, wenn wir beim Treasure Truck nachsehen? Ich hab dich nicht reingebeten. Ich hab noch geschlafen, als du vor mir in meinem Bett standst. Ich finde das sehr, sehr beunruhigend. Ich gucke jetzt erstmal an, was ich sonst noch so tun kann. Liefere ein Paket an Clara. In Kiwi ab. Und bring es zu Clara. Neue Implantate. Du kannst den Standort auf der Karte sehen. Okay, das nehme ich an. Hashtag German Let's Play. Hashtag Hardware. Interview. Paluten. Token. Watchcats. Battle Royale. Nikosofts. Box. Live. Und Playcon. Alles klar. Nehme ich alles in Kauf. Aber ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe. Wir müssen zum Kiwi, wir müssen zu diesem Treasure-Gedöns, wir müssen immer noch das Poster finden von der Play, von dem Nintendo-Event. Wir haben einfach noch viel zu tun. Viel zu viel zu tun für viel zu wenig Leben. Ich sollte German Let's Play einen Besuch abstatten. Wenn man nicht weiß, wo er ist, kann ich auch nichts machen. So, wo ist das Kiwi? Hab ich wieder vergessen. Spiele ein. Wahrscheinlich im Einkaufsviertel da hinten, ne? Nein, hier. Da, das Kiwi. Also einfach geradeaus und dann da ein Paket abholen. Ja, es geht hier um Kohle, Leute. Ich muss dringend Kohle sammeln. Ich habe nur 496 Münzen. Also ich würde übrigens gerne mal von euch wissen, hat jemand von euch diese Quest gemacht für diejenigen, die das Spiel spielen und hat sich genauso verarscht gefühlt wie ich? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich zu negative Fotos hochgeladen? Waren die zu anzüglich oder wie? Nee, das nicht. Das Kiwi müsste hier sein. Hier irgendwo, ne? Warte, ich guck nochmal. Ach Quatsch, hier. Minus. Genau, hier ist es Kiwi. Die Boutique. Erstmal ein paar kleine Dessous für die Clara abholen. Doppel-D. Doppel-Dessous, einfach 2. Oma guckt sich Dessous an. Oma, na? Hast du was gefunden, um Opa geil zu machen?
Sie sucht noch. Ist alles noch zu viel Stoff. Achso, warte. Nee, wo ist das Paket? Ach da, in der Mitte. Habe ich mit ihr eigentlich schon mal geredet? Oh, guck mal, Oma geht sich umziehen. Soll mal mitgehen? Oma, du kannst dich ruhig umziehen. Warte mal. Oma, komm. Du willst es doch auch. Oh Gott, ich muss es einfach tun. Warte mal. Pose. Peinlich berührt. Ja, okay, wir machen so. Okay. Ich weiß nicht, wie man es schreibt. Wie schreibt man Voyeur? Ich glaube so, ne? Hashtag Voyeur. Hashtag... Omas Reizwäsche. Und Hashtag... Hashtag geil ist was anderes. Ich hätte noch Hashtag Prank machen können, aber komm, jetzt posten wir das. Mal gucken, wie viele Leute das gut finden, dass ich mit Oma im... Oh, guck mal! So viele Leute finden es gut, dass ich mit Oma in einem... in einer Umkleidekabine bin. Kann ich da seitlich reingucken? Prank! Entschuldigung. Also mit ihr wollte ich noch reden, gell? Entschuldigung. Cassidy. Hey, wenn du den Katalog mit meinen Designs sehen willst, komm rüber an die Theke. Ich habe heute hier schon viel zu viel gesehen. Danke, ich gehe wieder. So, wir müssen ins Sportstudio und wir müssen natürlich dann eben German Let's Play finden. Aber ich brauche unbedingt Kohle. Wer weiß, ob German Let's Play vielleicht irgendetwas kaufen muss. Ich sage einfach GLP, geht schneller. Ob GLP erst was kaufen muss, dann brauche ich Geld dafür. So, jetzt Sportstudio. Das ist hier oben. Ach, direkt oben drüber. Jetzt ernsthaft? Ich muss vom Strand kommen? Ich muss vom Strand kommen, um vom unteren Geschäft zum oberen etwas abzuliefern? Was ist eigentlich los mit euch? Und du arbeitest in einem Sportstudio? Der Weg war dir zu weit? Was ist... Das sind genau die Leute, die ins Sportstudio... Von unten nach oben, wenn oben das Sportstudio ist und unten die Parkinggarage, die dann mit dem Fahrstuhl hochfahren. Die haben doch per se schon die falsche Einstellung. Wenn du ins Sportstudio mit dem Fahrstuhl hochfährst. Das erschließt sich mir nicht. Entschuldigung, hier, bitteschön. Ich hatte mich schon gefragt, wann mein Paket ankommen würde. Danke. Du hättest ja über die Straße gehen können und fragen können. Boah. Komm, sollen wir auch Sport machen? Oh. Oh, hey, guck mal, ich kann fit werden. Alter. Ach nee, Quatsch. Oh, meine Energie. Nein. Ich bin aus... Nein. Ich habe keine Energie mehr. Scheiße, ich muss was kaufen gehen. Ich wollte doch nur kurz gucken. Ey, das war ein bisschen... Ey, der ist noch nicht mal 5 Minuten gelaufen. Ey, noch nicht mal 1 Minute gelaufen. Und er ist schon im Arsch. Du bist echt unsportlich. Ich will Fitnessvideos machen. Ich bin Flying Toffee. Jetzt muss ich was zu essen kaufen. Geektopia? Nee. Die Playcon, da komme ich nie rein. Aber da könnte ich ein Poster machen. Spicy Ren, AFK, Sports Bar. Ich könnte in Spicy Ren gehen und mir was zu essen holen. Wobei es ist 18 Uhr, ne? Oh, warte mal, nein, ich habe keine Zeit mehr für ein Foto, oder?
Nein, ich will noch ein Foto machen. Nein. Ich will noch ein Foto machen. Hier vorne von der Playcon irgendwo, da gibt es bestimmt dieses Nintendo-Event-Foto, oder? Nee, gibt es tatsächlich gar nicht. Ich dachte, hier gibt es vielleicht eins. Scheiße. Oh, jetzt hätte ich hier noch eins machen können. Na, jetzt geht's nicht mehr. Shit. Ja, aber ich muss tatsächlich was essen. Vielleicht hat das Restaurant länger geöffnet. Ich meine, das ist ein Restaurant. Damit ich noch ein Video machen kann, weil ich muss unbedingt noch ein Video machen. Scheiße, ich habe mich ablenken lassen von dieser Kackpratze. Wie lange dauert denn das, bis ich bei dem Restaurant bin? Ich muss noch die ganze Straße entlang laufen, entlang schlurpen. Ich brauche was zu essen. Das kann ich ja auch posten, mein Essen. Das machen die Influencer doch auch, oder? Hier, ja, komm, komm. Ja, was machst du denn da oben? Komm da sofort runter, junger Mann. Spricht der Vater aus mir. Hier, Spicy Ren. Okay, ich kann rein. Oh, schnell, ein paar Noodles. Spicy Noodles. Oder jetzt irgendwie auch Bock drauf. Dabei ist es so früh am Morgen, aber trotzdem, irgendwie hätte ich schon Lust drauf. Hallo, Frau Spicy. Noodles. Wie heißen die? Susi. Richard, anders sitzt in der Stadt. Hast du mein Lieber? Tut mir leid, ich muss los. Nein. Ich will ja Nudeln. Susi, ich bin der Besitzer von Spicy Ren. Ja, ich will was essen. Give me. Laden anzeigen. Oh, bitte ja. Wokgericht zum Mitnehmen. Drachenatemreis. Alter, geil. Das ist alles ziemlich toll. Ich brauch ja viel Energie, damit ich halt eben noch das Video machen und noch bearbeiten kann. Das heißt, ich muss irgendwie sowas hier nehmen. Jetzt aktuell geht's noch. Aber was heißt denn das, dass mein Herz dann schlechter wird? Kriege ich dann Herzinfarkt? Hat das Spiel auch Cholesterinwertbeeinflussung? Ich nehme jetzt das Gonbau-Hühnchen. Ich bin jetzt knallhart. So. So, und das kann ich jetzt essen, ne? Ups. Oh. Halten. Soll ich ein Foto davon machen? Nein. Du sollst es essen. Ups. Nein, ich hab runtergedrückt. Das geht nicht. Doch, jetzt hier. Okay. Phew. Okay, ja. So viel Energie habe ich leider doch nicht mehr. Schade. Ich habe es mir versaut. Ich habe es mir grundlos versaut. Ich muss es erstmal wissen, dass man nicht einfach so auf den Laufband draufsteigt. Vor allem würde es mich interessieren, was man damit anfangen kann. Kommst du da jetzt runter? Soll ich ein Foto davon machen? Soll ich ein Video davon aufnehmen? Kann ich im Dunkeln aufnehmen. Ich wollte gerade Hashtag Rotzblagen. Hashtag Kinder machen nur Scheißdreck. Hashtag wo sind eure Eltern? Hashtag Jugendabend. Oh. Da steckt ein Auto in der U-Bahn. Hashtag geil. Hashtag ich will das mitmachen. War es abgeschlossen? War es abgeschlossen? Hä? Was sind das für Anzeigen? Ich habe übrigens wirklich immer noch die Befürchtung, dadurch, dass die Switch-Version ja jetzt nicht mehr in der Switch eShop verfügbar ist, habe ich die Befürchtung, dass es vielleicht ein Problem mit der Switch-Version geben könnte. Ich habe wirklich die Befürchtung. Und jederzeit könnte hier vielleicht im Spiel etwas passieren, was meinen Spielstand kaputt macht. Irgendeinen Grund muss es ja geben, dass es nicht mehr verfügbar ist. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Naja, komm. Jetzt erstmal hier noch ein Gameplay-Video machen. Ich glaube, ich lasse es jetzt heute wieder bei Gameplay. Gerade so um die Uhrzeit. Hier, 0 Uhr. Eigentlich müsste ich einen Livestream hier in meinem Ding machen. Aber gut, geht nicht anders. Die Energie aus. Willst du mich verarschen?
Okay, mache ich halt so rein. So, also. Mach mal. Wir versuchen jetzt die 5 Sterne. Ich will die 5 Sterne haben. So, hier. Du hast ein WTF raus. Ja, WTF, Alter. Ich mach das nur für die Likes. Guck's dir an. Ich mach das alles nur für die Likes hier. Mist. Trotzdem nur 3. Mann. Mann. Jetzt darf ich es aber nicht bearbeiten. Doch, darf ich trotzdem. Okay, das kostet keine Energie. Doch. Scheiße. Ja gut, dann wie an jedem Tag in diesem Spiel habe ich das Gefühl, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich weiß nicht, 868 Abonnenten, das wird bei uns eine sehr, 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 sehr lange Phase. Wenn es euch trotzdem gefallen hat und ihr gerne mehr von dem Spiel sehen wollt, bitte gebt mir eine positive Bewertung. Ich habe irgendwie das Gefühl, das funktioniert so nicht. Wir haben immerhin mit einer Oma in der Umkleide geschmust. Und uns von Leuten verarschen lassen. Wir haben heute was gelernt. Vertraue nicht Leuten, die sagen, mach ein Foto mit mir. Und dann kriegst du einen tollen Preis. Liebe Kinder, vertraut den Leuten nicht. So, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.